Wir befinden uns hier in Französisch-Guayana, genau gesagt in Kourou, am Europäischen Weltraumbahnhof. Die Heinrich-Hertz-Mission leistet Pionierarbeit. Deutschland schickt einen Satelliten ins All, der auch nach dem Start an geänderte Anforderungen angepasst werden kann. Heinrich Hertz wird damit auch in Zukunft up-to-date sein. Heinrich Hertz ist ein geostationärer Kommunikationssatellit. Er ist für die Kommunikation zwischen Erde und Weltraum gedacht. Mit ihm wollen wir neue Technologien erproben und zukünftige Kommunikationsszenarien testen. Unserem Satelliten geht es sehr gut. Er hat die mehrere tausend Kilometer in der Antonov und auch dann die letzten knapp 100 Kilometer auf der Straße gut überstanden. Wir sind jetzt hier im Rheinraum, wo die letzten Checks mit unserem Satelliten stattfinden werden. Die Mission versetzt die deutsche Industrie in die Lage, sich im internationalen Wettbewerb auf Augenhöhe zu behaupten. Der smarte Satellit kann jederzeit flexibel an neue Kommunikationsstandards angepasst werden, auch nach dem Start. Heinrich Hertz hat eine Gesamtmasse von etwa 3450 Kilogramm und die Größe ungefähr wie so ein kleiner Transporter. In der Nähe von Köln befinden sich drei Antennen der Heinrich-Hertz-Mission. Mit diesen Antennen steuern wir den Satelliten und empfangen die Signale. Die Onboard-Prozessoren des Satelliten sind von der Erde aus programmierbar, auch wenn der Satellit bereits im Orbit ist. Unser Satellit wird im All up-to-date bleiben. Heinrich Hertz stellt der Bundeswehr zusätzliche Kommunikationswege zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklung ist das von besonderem Interesse für Deutschland und Europa. Ich freue mich darauf, das Ganze hier live erleben zu können, das Ganze sehen zu können und vor allem auch die Vibrationen fühlen zu können.